Hier die Werte. Hund auf 100 Gramm, 0 Gramm Fett. Oh, wird das... Oh! So, was geht ab, Leute? Kamat ist mal wieder am Start. Und ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch gut soweit. So, ja, heute gehe ich an den neuen Calisthenic Park. Der ist vielleicht erst seit 2 Wochen geöffnet, hier bei mir in der Nähe. Und ja, nehme ich euch mal mit, machen wir ein paar Übungen. Bisschen Freestyle-Training heute draußen. Schnacken ein bisschen rum. Später zeige ich euch noch mein Abendessen. Ein kleiner Vlog wieder. Seit langem. Bisschen Fitness-Content hier in diesem guten Wetter. Was geht wieder ab? Langsam kommt die Sonne raus. Ja, und in dem Sinne, machen wir einen kleinen Switch oder kleinen Spotwechsel, meine Freunde. So Leute, wir sind an dem genannten Spot gelandet. Guckt euch mal an, wie geil das hier ist. So, kleine Kameraführung jetzt. Guckt euch mal an, wie geil dieser Park ist. Hier haben wir noch 2 Stangen im Boden. Ja, das ist genial, oder? Kann man Handstand drauf üben, Planche und den ganzen Kram, bevor man es hier oben macht. Verschiedene Höhen für Klimmzugstangen. So, ein bisschen hangeln. Hangeln, hangeln, hangeln. Und jetzt, Leute, guckt euch mal an, wie hoch diese Stange ist. Ich bin ungefähr 1,90 Meter. Schaut, Leute. Ich habe meinen Arm komplett ausgestreckt. Uiuiui. Kann ich auch mal da hochspringen. Kurz mein Muscle Up rausgeballert, keine Angst, ich habe mich schon warm gemacht. Hier haben wir verschiedene Höhen zum Draufspringen oder verschiedene Liegestützvarianten zu machen. Schön mit Grip, dass man auch bei Regen nicht abrutscht. Ja, hier noch so ein kleines Schild, so eine Anweisung, was man hier ungefähr trainieren kann, falls mir dem einen oder anderen nichts einfällt. Immer hier drauf gucken. Aber man kann auf jeden Fall noch viel mehr machen als hier abgebildet. Ah, was noch geil ist, ist hier auch der Boden. Schön weich. Kann auch barfuß drehen, kannst auch einen Rückwärtshalter drauf machen, ohne Angst zu haben. An sich ist hier die ganze Anlage übelst geil. Hier ist meine alte Schule, Realschule und Gymnasium. Und das ganze Zeug gab es hier früher nicht. Hier war früher überall nur Feld, also genauso wie hier. Ja, jetzt haben die jetzt alles erneuert oder renoviert, sage ich mal. Schon geil, Alter. Das ist die Sporthalle, da hinten ist ein Fußballplatz. Ja, machen wir mal ein paar Übungen, oder? Friends, Friends, Friends. Nutzt dieses gute Wetter aus und nutzt diese Parks aus, Freunde. Nutzt es aus. Wenn ihr nicht im Fitnessstudio angemeldet seid oder selbst Sven, ein bisschen nebenbei, ein bisschen für die Mobilität, ein bisschen mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. Und ja, ich bin jetzt schon seit einem Jahr, glaube ich, nicht mehr im Fitnessstudio angemeldet. Ob ich mich anmelde? Ja, ich werde mich wieder anmelden. Aber ich werde diesmal so einen kleinen Mix führen. Also Calisthenic und ein bisschen noch mit Gewichten. Und dann komme ich, glaube ich, meinen Zielen schon ganz nah. Ja, aktuell auch ein bisschen explosiv. Guckt, was ich gelernt habe, das muss ich euch jetzt zeigen. Liegestütze mit hinterm Rücken klatschen. Achtung. Mal gucken, ob es auf Anhieb klappen wird. Puh. Ja, vielleicht geht's auch besser. Der Fliegende. So, Handstand machen wir jetzt auch auf den Dingern. Ich weiß nicht wieso, auf dem Boden klappt es mir irgendwie einfacher. Aber ich will ja irgendwann vom L-Sit in den Handstand kommen, deswegen müssen wir Stück für Stück üben. Oh! Hoher Besuch! Ich mache gerade sogar Video, Achtung. Hoher Besuch hier! Wo haben wir noch? Was geht? Kubi am Start. Was geht, Alter? Ja, bei dir. Was geht, Marco? Phoenix auch am Start. Großer Besuch heute. Kommt jetzt fliegen, der Phoenix. Ein bisschen Volleyball spielen, aber noch gut auf dem Griff. Ja, auf welche Leben hier eigentlich? Volleyball fällt, dann nehme ich schon auseinander, mein Freund. Stimmt, mein Volleyball müsste auch wieder kommen. Das wird geil, Alter, Volleyball. Wer sehen will, wie Kubi Volleyball spielt, drückt auf Gefällt mir.
Cut the strings of my guitar. Stomp your heels into my toes. Steal the keys right out my car and I'll find a way to... So, wir kommen langsam dem Ende zu. Training ist vorbei. Schaut. Ach, bin ich da drin, ja? Ja. Jetzt sieht man dich. Ist das eine Kamera zum... So eine Vlogcam. Ja, ein bisschen locker, flockig, ein paar Übungen gemacht. Jetzt gehen wir gleich nach Hause, mache ich mir mein Essen, nehme ich euch natürlich auch noch mit. Dann zeige ich euch mal was Spezielles, ihr wisst Bescheid. Hier gibt es immer spezielle Zutaten auf dem Channel. Also holt euch euer Merkblatt raus. Die nächste Zutat, die ich euch präsentieren werde, Low Carb und Low Fat, hat so gesehen keine Kalorien. Könnt ihr euch abends reinpfeffern. Ja, seid gespannt, schreibt es euch auf. El Phoenix ist auch wieder mittendrin im Wandel. Leute, Update in einem Monat. Aktuelle Form. Boah, muss ich mich jetzt ausziehen? Ach so, ja, Beine ist okay. Okay, Beine sind wir immer gleich. Ja, spann nochmal an. Beine ist okay. Aber ich weiß nicht, ob man das gut sieht. So, Leute, sieht man das gut oder nicht? Ist okay. Ja, Oberkörper. Killerwade ist jetzt Schwabbelwade. Ich geb dir keine Schwabbelwade. Schwabbel. Jetzt. Latino Beste. Spanien gegen Schweden, Leute, immer 0-0. Oh, wird das. Oh! Gerade als ich die Kamera anmache, kommt hier Action. Schweden hat fast ein Tor gemacht. 40. Minute. Boah, das war knapp. Ja, Mann, Europameisterschaft läuft, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, für wen ihr seid. Was glaubt ihr, wer wird Europameister? So, Leute, seid ihr bereit für diese geheime Zutat, die ich euch vorher genannt habe? Achtung, Trommelwirbel bitte. Okay, das war gerade schlecht nochmal. Da ist es, Leute. Shirataki-Nudeln. So, für jeden, der Low Carb macht, hier die Werte. Auf 100 Gramm 0 Gramm Fett, 0 Gramm Eiweiß und 1,5 Gramm Kohlenhydrate. Und davon sind 0 Gramm Zucker. Auf 100 Gramm hat das Ganze 9,5 Kalorien. Ganze 9,5 Kalorien. Könnt ihr das glauben? Meine Mutter im Hintergrund am Schmunzeln. Also, wer noch ein bisschen so die Kalorien einsparen möchte, die Dinger habe ich jetzt von Amazon. Gibt's aber, glaube ich, auch im Edeka und im Kaufland. Und so gesehen eigentlich in jedem China-Shop. Und Leute, die Zubereitung. Das macht ihr einfach. Ihr macht einfach heißes Wasser warm. Und lässt das Ganze 10 Minuten ziehen oder 5 Minuten. Die Dinger sind fertig. Einfacher geht's gar nicht. Ja, bisschen Thunfisch dazu. Ist ja auch schon fertig, auf die Schnelle. Wir wollen gar nicht lange rummachen. Zack, zack, das Ganze und fertig ist das Abendessen. Direkt entspannen danach. Gar nicht lange in der Küche rumstehen. Wasser rein. Ganz easy. So, lassen wir das auf 100 Grad laufen. Nimmt euch eine Schüssel. Die packen, aufschneiden. Kein Hexenwerk. Natürlich das Wasser, was drin ist, rauslassen. So, jetzt die Nudeln in die Schüssel rein. Die sind eigentlich quasi schon fertig. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal die Thunfischpackung aufmachen. Thunfisch natürlich im eigenen Saft, wie immer, ihr wisst Bescheid. Kommt hier einfach nur rein. Und das lassen wir jetzt ziehen. Das war's auch schon. Anschließend werde ich das noch ein bisschen würzen, obwohl das zeige ich euch noch. Ich musste mir das einfach als Soße bestellen. Vielleicht erkennt ihr das auf dem Icon hier. Als Soße, das werde ich mit zu den Nudeln zumixen. Perfekt. So, zu meinem Thunfisch habe ich noch ein bisschen Zwiebeln und Kichererbsen hinzugefügt. Nudeln habe ich auch abgetropft. So, jetzt kommt die scharfe Soße ein paar Tropfen. Hat allzu viel. Das ist auch eine schöne Farbe. Natürlich könnt ihr auch Sojasauce benutzen, da habt ihr mehr diesen chinesischen Flavor drin. Oder ihr würzt das Ganze mal mit Salz und Pfeffer. Und jetzt hier rein. Dann haben wir quasi eine Thunfischspaghetti gezaubert. Mit wenig Kalorien. Für die Leute, die wo gerne, also jetzt in der Diät sind oder allgemein Kalorien einsparen wollen. Ein guter Tipp mal nebenbei. Und dazu geben wir noch ein bisschen Rohkostsalat hinzu. Nani! Ich werde von hinten beobachtet, Leute. So fühlt sich das an. YouTuber-Lifestyle. Ihr wisst Bescheid. Was für YouTuber-Lifestyle. Hier ein bisschen Rohkostsalat. Und easy. Fast gar keine Kalorien, wie gesagt. Gönnt euch, Leute. Jetzt werden die Fitness-Tipps wieder rausgehauen hier. Bisschen Inspiration. Nachtisch, Leute. High-Protein-Schokopudding habe ich schon in anderen Videos mehrfach erwähnt. Beste.
So, und das Ganze snackt mir natürlich vom PC weg, wie meistens abends. In dem Sinne, ich esse jetzt hier mein Abendessen und ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein, bleibt stabil, ihr wisst Bescheid. Ciao, ciao.